Ich glaube, Tier wird auch noch zum Schwert greifen. Ich mach einfach hiermit weiter, bis du losziehen willst. Muss mal den Kopf frei bekommen. Wo geht er jetzt hin? Freyas Zimmer ist so grün und beruhigend. Das macht dir bestimmt nichts aus. Ah, viel besser. Machst du mit, Kratos? Sitzen, konzentriert atmen. Versuchen, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen? Nein. Ich hätte es getan jetzt. Wenn das eine Option gewesen wäre, ich hätte mich neben ihn hingesetzt. Also, bevor wir nach Freya sehen, hast du in anderen Welten vielleicht noch irgendetwas zu erledigen? Der Junge würde sich ja gern helfen. Lass mich unsere Axt für dich verbessern. Ist ja nicht auszuhalten, wie sie aussieht. So. Erstmal alles aufwerten, was geht. Da ist eine Atreus-Puppe im Hintergrund. War die vorher auch da? Hat Sindri eine Atreus-Puppe gebaut? Weil er ihn vermisst hat? Oder war die schon immer da? Sehe ich die gerade nur zum ersten Mal? Und der Junge? Weil Atreus selber im Zimmer ist. Weiß nicht. Weird. Danke dafür. Vergiss nicht, du kannst ihn das Ding jederzeit drüber ziehen. Danke dafür. Hast du einen Wunsch? Dann stellen wir mal was her. Goddammit. Alles gut. Ha, es braucht schon mehr als einen Pferd voller Gestalten, um mich zu stoppen. Was soll ich denn tun? Mit einem Verband am Kopf herumlaufen und um Aufmerksamkeit betteln? Ich wurde zerfleischt von einem Bären. Angenagt trifft es eher. Ach, Sindri, ey. Sindri stellt sich an. Die Bärengestalt hat Atreus halt noch nicht so wirklich... Ne? So, und schon haben wir wieder alles an EP benutzt, die wir benutzen können. Ah, warte, nee, ist gelogen. Die können wir auch noch leveln. Hey, warte. Wir kommen mit. So, wo Ratatöske? Ratatöske da? Ja. Oh, ist er wirklich? Ihr seid da und auch noch genau pünktlich. Der Hund von Hill ist keine Bedrohung mehr. In der Tat, du hast dich großer Verantwortung als würdig erwiesen, Meister Kratos. Bitte verzeih mir, falls ich in letzter Zeit abrupt oder unverschämt gewesen sein sollte. Der Verlust von Frau Niederauger lastet schwer auf mir, schon vor den düsteren Ungewissheiten dieser Garmbegebenheit. Ich möchte mich aufrichtig für mein grobes Verhalten in dieser Zeit entschuldigen. Hab ich nicht bemerkt. Du bist sicher nur höflich. Mein Verhalten war unverschämt, geradezu herzlos. Das hat dir bestimmt Unwohlsein bereitet. Ich glaube nicht. Nein. Die Wunden meiner Worte sitzen also tief. Und du verbirgst die Narben. Ich schwöre, Meister Kratos, ich werde es wieder gut machen. Möget ihr gesund und sicher reisen, meine Freunde. Das Gespräch ist zu Ende. Verschwinde.
das ist das Nithöger. Eins, zwei. Ich habe drei gerettet. Ja, drei Sitzende. Ja, cool. So, wir können nach Muspelheim. Kein Bock. Lass mal Midgard. Warte. Ist das mein Zuhause? Ja, ne? Einmal gucken, ob Fenrir der chillt. Mimir, was weißt du noch über die Maske? Nur, dass sie Odins größte Leidenschaft im Leben war. Er hat Aeirs brennenden Ozean überquert bis ins Herz der stillen Matrone, nur um sie zu finden. Es hat ihn seine ganze Mannschaft gekostet, aber wenn man ihm glauben darf, war sie all das Blut mehr als wert. Hier ist Fenrir nicht. Kein Kommentar, dass die Hunde weg sind? Oder stehen die hier am Schlitten? Ach, die stehen am Schlitten. Ja, okay. Ja gut, dann gehen wir wieder. Mehr wollte ich jetzt eigentlich auch schon nicht gesehen haben. Vielleicht ist Fenrir ja jetzt im Haus drin. Nö. Vielleicht dachte ich, Fenrir, ich chill mich einfach hier rein. Ist eh leer. Okay. Noch Dinge zu tun. Da kann ich noch nicht hin. Ich habe nicht genug Raben. Schmelzziegel halt, ne? Schmelzziegel-Herausforderung. So, mal sehen, in welche Ecke von Muspelheim uns dieser Samen bringt, ha? Mimir, Odins Maske. Wie hat er überhaupt davon erfahren? Angeblich sprach eines Nachts eine Stimme zu ihm, sagte, er solle die Maske holen und sein Schicksal selbst bestimmen. Ich halte das immer noch für Blödsinn. Odin betrank sich, redete sich ein, eine Holzmaske würde alle seine Probleme lösen und tingelte durch die Welten, bis er ein mysteriöses Ding fand, das irgendwie passte. Die Maske bewirkt vermutlich gar nichts. Ja, vermutlich. Oh, Mimir, ich weiß ja nicht. Das halte ich irgendwie für Quatsch. Jetzt wäre ich gerade hier gewesen. Hat Odin dich angestiftet? Ja, die Begleitung ist dieses Mal aber besser. Aha. Du willst Ärger, was? Ich wusste, dass du einen weiteren Versuch bei diesem Kampf. Das muss der Aschenblatt sein. Was weißt du über die Prüfungen? Oh, nur die üblichen Muspelheim-Herausforderungen voller Gewalt und Gemetzel. Es hieß, dass Sutter dort seine Klingen schärft. Aber ich glaube, er liebt Kämpfe auf Leben und Tod einfach genauso wie wir anderen. Wait, das ist aber eine Runentruhe.
Aber ich sehe keine Runen. Ja, das ist eine. Ach so. Drei Herausforderungen, Truhe öffnet sich. Wie beim letzten Mal, vor so vielen Wintern. Ah, ja. Da ist das nächste Schwert. Das ist ja eine eklige Arena. Ugh. Sag dir eine Herausforderung besonders zu. Töten Sie die Elite, während Sie die Population unter dem Grenzwert halten. Es geht los. Das ist ja eklig. Ich habe ein Problem. Ja, und schon fehlgeschlagen. Ja, dann bin ich ja die ganze Zeit nur damit beschäftigt, die kleinen Kackviecher zu killen. Okay. Lust dich aufzuwärmen, bevor du dich entscheidest. Rechte Seite, Bruder! Sterb grad am Gift. Vorsicht, links! Ja. Oh, boah, wie viele spawnen denn da? Spawnt ja immer, wenn ich auf 4 von 4 bin, spawnt instant ein neuer. Das ist ja eklig. Welche Herausforderung nimmst du? Ist es egal, wie viele ich töte, also welche ich mache, oder muss ich beide machen? Ich prügel gerade mit einer R2-Attacke, die eigentlich alles stunt, auf Gegner ein. Und links von mir steht ein Gegner, der nicht in der Range ist davon und haut mir aufs Maul. Super. Ich hasse das manchmal. Ich hasse die Hitbox. Welche Herausforderung nimmst du? Halten Sie Gegner aus dem Ring heraus, bis die Zeit abläuft. Die war auch ätzend. Ich habe den 1 nicht gerne gemacht, diese Herausforderung. Also die muss bei Herausforderung, die werden wir da abfuckt. Achtung! Hinter dir! Hinten! Achtung! Über dir! Du stehst im Flammen! Aber das wusstest du wahrscheinlich! Über dir.
Sieh mal, eine Truhe. Ah, da oben. 1 von 6. Okay. Das heißt aber, ich muss bei allen Schwertern beide Prüfungen machen. Anstrengend. Okay. Hat Spaß gemacht. Dieser Ort ist aber wirklich groß. Wenn es noch andere Arien gibt. Lust, dich aufzuwärmen, bevor aber warte mal. Die Rune ist noch auf dem Schwert. Da ist ein Haken dran. Aus den Riemen, okay. Rechte Seite! Vorsicht, rechts! Müssen die aus dem Ring sein, während die Zeit abläuft, oder bis die Zeit abläuft? Die nächste Welle vorbereiten. Wo? Wo denn? Ach da. Auch hier. Da hinten auch? Moment, aus beiden Ringen oder was? Dicke Soff. Rechte Seite, Vater! Die chillen da im Ring drin. Wieder zwei Ringe, oder? Ah ne, da unten ist auch einer. Ist machbar. Aber nicht jetzt. Später. Wer weiß, welche Upgrades wir noch kriegen, die uns das alles erleichtern. Außerdem sieht das hier auch nach einer fetten Arena aus. Warum muss es hier denn so verdammt heiß sein? Selbst mein Arschweiß schwitzt. Wow. Was Besonderes sein? Ach, bin ich hier der Depp vom Dienst oder was? Ja.
glaube leider, dass dadurch, dass das nicht der einzige Teleporter sein wird, den wir finden, weil wir werden ja wahrscheinlich noch einen Yggdrasil-Samen finden, kommen wahrscheinlich noch mehr Prüfungen dazu. Ich habe leider keine 38 Raben. Überlege ich gerade. Wir haben in Elfheim die Blume, wir haben in Muspelheim die Blume, wir haben in Helheim die Blume. Wir müssen noch... Nach Vennerheim müssen wir so oder so. Midgard. Da muss es nämlich auch eine Blume geben. Vaters neuer Speer. Ist aus einem Ring gefertigt? Draupnir, ja. Geschmiedet von den Huldu-Brüdern als Geschenk für Odin. Was tut er? Von Zeit zu Zeit erzeugt Draupnir identische Kopien von sich selbst. Sie dachten wohl, wenn ein goldener Ring ein gutes Geschenk ist, würden unendlich viele davon ihnen einen festen Platz in Odins Herz sichern. Tat es nicht. Nicht ansatzweise. Erhöht die Zuwachsraten der Fähigkeiten. Okay. Hey, Mimir. Hast du je von Utgard gehört? Utgard? Ja. Das war eine Vorstellung der Jötnar. Die Riesen glaubten, dass Odin Ymirs Körper zwar vernichtet hatte, der erste Riese aber trotzdem nie aufhörte zu träumen. Sie glaubten, Ymirs Träume würden ewig andauern. Sie fanden, wie ich, ein gewisses Maß an Trost in dem Gedanken, dass Odin zwar deinen Körper, aber nie alles von dir nehmen kann. Warum? Woher kennst du das? Später! Hier warten Gegner auf uns! Natürlich. Greif an, wenn es leuchtet! Boah, weiß der Junge das? Der war doch gar nicht dabei. Beim ersten. Geh ran! Angriff! Olka! Gut gemacht! Weiter so! Überhaupt nicht lange, wenn die so weit weg steht. Scheiße. Komplett versagt. Also zwei war easy möglich, wenn man weiß, wo die stehen und so.
gemacht. Weiter so. Hä? Was? Der kommt. Was ist denn Bullshit? Warum haut denn der ab? Was ist das für ein Bait? Der hat mich gewonnen, hätte ich. Okay. Jetzt ist er wieder full. Vom R geht doch immer weiter weg von uns. Und dann denkt er sich, ich resette mich einfach. Alles klar? Er ist geschwächt, schnell! Okay. Auf einmal sterbe ich an dem Vieh ständig, weil ich zu greedy werde. Aber ich habe gerade festgestellt, Chaos klingen sehr geil zum Aufbau von dem Stun.